Deshalb kam der Prophet einmal zu seiner Familie, zu Quraysh, zu seinem Stamm. Er sagte, oh Leute von Quraysh, kauft eure Seelen, kauft eure Seelen, dass ihr nicht in die Hölle kommt. Ich kann für euch nichts tun. Das heißt, wenn ihr Allah nicht anbetet, kann ich euch nicht helfen am letzten Tag. Dann sagte ja Abid, Bani Abid Manaf, das ist der Stamm vom Propheten. Dann sagt er, ja Abbas, der Onkel vom Propheten, Sophia, die Tante vom Propheten. Und dann sagt er, Fatima, Tochter vom Propheten, ich kann für euch nichts tun. Und ich kann nichts machen. Ihr sollt eure Seelen kaufen, indem ihr Gutes tut. Und deshalb sagte der Prophet, ihr sollt nicht zu mir, zu seiner Familie. Er sollt nicht zu mir am letzten Tag kommen und sagt, ja, wir sind deine Verwandten. Und ich mache es so. Und deshalb sagte der Prophet, wer nicht mit seinen Tat vorgeht, wird sein Abstammung ihm nicht helfen. Das wird egal, wenn du von der besten Volk bist und von der besten Familie und von der reichsten, von den stärksten, wenn du Allah nicht anbetest und wenn du La ilaha illallah nicht bestätigst, richtig bestätigen, indem du das sagst mit der Zunge und weißt im Herzen und verinnerlichst und indem du danach handelst, dann wird dir nichts nutzen am letzten Tag.